Heute für euch, warum Dumbledore Snape den Professorenjob als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht geben wollte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich bin der Ansicht, dass die Beziehung zwischen Albus Dumbledore und Severus Snape nicht wirklich in Frage gestellt werden kann, insbesondere im Hinblick auf ihr Engagement, Voldemort aufzuhalten. Dumbledore opferte sich bereitwillig, um Snape zu unterstützen und das Vertrauen des Dunklen Lords zu gewinnen. Snape wiederum tötete seinen eigenen Freund, trotz der zahlreichen Bedenken, die er bezüglich seiner eigenen Seele hatte. Dabei war absolutes Vertrauen zwischen den beiden unabdingbar, und es schien, dass sie dies hatten. Allerdings verweigerte Dumbledore Snape ständig die Gelegenheit, Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten, obwohl letzterer ein hervorragender Kandidat dafür war. Die Frage bleibt, warum Dumbledore trotz Snapes Wunsch, die Position jedes Mal zu übernehmen, wenn sie frei wurde, ihm diese Chance versagte. Severus Snape bewarb sich wiederholt um die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dennoch wurde er einer von Dumbledores engsten Vertrauten und wurde trotzdem abgelehnt. Was ist also hier los? Nun werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Beziehung der beiden Zauberer. Severus Snape war einst ein Todesser, der dann zu einem Spion für Dumbledore wurde, nachdem er erkannt hatte, wie weit der Dunkle Lord bereit war zu gehen, um seine Ziele zu erreichen. Dies umfasste sogar den Angriff auf ein neugeborenes Baby und dessen Familie in einer schicksalshaften Nacht, was ihn schließlich dazu veranlasste, die Seiten zu wechseln. Aber natürlich war das nicht irgendeine Familie oder irgendeine Frau, die angegriffen wurde, sondern Lily Potter, die Liebe seines Lebens. Seine Loyalität galt fortan nur einem Mann, Albus Dumbledore. Mit dem Klären seiner Gedanken und dem Wegfall von Zweifeln, die durch Voldemorts Lehren entstanden waren, entschied Snape, einen neuen Weg einzuschlagen und wurde schließlich zum Lehrer für Zaubertränke in Hogwarts. Dieses Fach galt als besonders anspruchsvoll zu unterrichten. Da die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste jedoch mit einem Fluch belegt war, und zwar von Tom Riddle, und die Lehrer jedes Mal wechselten, jedes Jahr nämlich, ereignete sich ein unglücklicher Vorfall, der dazu führte, dass sie die Rolle als Lehrer nicht weiter führen konnten. Nicht jeder einzelne Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste endete mit dem Tod, die meisten sogar nicht, aber den meisten passierte irgendwas Schlimmes, sodass sie danach die Position nicht mehr ausführen wollten oder nicht mehr ausführen konnten. Aber wie auch immer, als die Position frei wurde, bewarb sich Snape dafür. Obwohl Dumbledore ihn jedes Mal in Betracht zog, lehnte er ihn jedes Mal ab. Es ist nicht genau bekannt, wie oft Snape sich für die Stelle beworben hat, aber es war definitiv mehr als einmal. Als ich das erste Mal darüber nachdachte, warum er immer wieder für den Posten abgelehnt wurde, konnte ich es nicht wirklich herausfinden. Dieser Mann war bereit, eine Person zu töten, die er bewunderte, um Lord Voldemort aufzuhalten und zu stoppen. Das zeigte wirklich das Vertrauen, das Snape in Dumbledore hatte. Doch hatte Dumbledore im Gegenzug dasselbe Vertrauen in Snape und gleichermaßen in seinen Charakter und seine Vergangenheit? Nun, ich habe viel darüber nachgedacht und bin zu mehreren Gründen gekommen, warum ich glaube, dass Dumbledore Snape den Job nicht gegeben hat. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: War Snape qualifiziert für den Job? Vertrau mir, er war mehr als qualifiziert für diese Rolle. Sein Wissen über die dunklen Künste und die dunkle Magie übertraf das aller anderen der Schule und höchstwahrscheinlich im gesamten magischen Sektor Großbritanniens. So qualifiziert er auch war, stellte dies jedoch ein kleines Problem dar. Er war überqualifiziert, da er von den dunklen Künsten irgendwie schon besessen war. Diese Obsession begleitete ihn schon immer und bildete einen Keil zwischen ihm und Lily Potter. Seine gesamte Zeit verbrachte er damit, seinen Kopf in Büchern über dunkle Künste zu vertiefen, und er konnte einfach nicht genug davon bekommen. Genau das beunruhigte Dumbledore auch. Er verstand nämlich, wie es war, sich nach etwas zu sehen, in seinem Fall nach Macht, die ihn fast verschlang. Dumbledore wollte nicht, dass Snape dasselbe durchmacht. Als sie noch jünger waren, zeigte Dumbledore nämlich ebenfalls eine starke Neigung zur dunklen Magie, jedoch wendete sich alles zum Guten. Am Ende verschob er die Grenzen der Magie selbst. Dumbledore wollte nicht, dass die Verlockungen der dunklen Magie Snape auf die schiefe Bahn führen, auch wenn Snape dem Schulleiter versichert hatte, dass dies nicht der Fall sein würde. Trotzdem lehnte Dumbledore ihn ab und entschied sich für andere Kandidaten. Das Ergebnis der Frage, wer Snape als Lehrer für Zaubertränke ersetzen sollte, hängt davon ab, ob er jemals die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste annehmen würde. Zaubertränke war ein anspruchsvolles Unterrichtsfach, und viele Schüler hatten Schwierigkeiten in Snapes Klasse aufgrund der hohen Anforderungen, die er stellte. Zudem waren nur wenige Tranklehrer bereit, den Posten sofort zu übernehmen. Ich denke, Dumbledore hätte dies ebenfalls in Betracht gezogen. Ein weiterer Grund, warum Snape nicht erfolgreich in der Position war, liegt darin, dass er zu wertvoll für die Schule, den Orden des Phönix und für Dumbledore war.
Die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste war von einem Fluch belegt, und jeder Lehrer, der diese Position unterrichtete, überstand nie länger als ein Jahr in Hogwarts. Vielleicht wissen wir mehr, allerdings haben wir kein genaues Datum darüber, wie lange das wirklich war, aber ungefähr immer ein Jahr. Etwas ist mit jedem Lehrer dort passiert. Ich weiß, der dunkle Lord ist böse und bösartig, aber ich bezweifle stark, dass er für den Tod oder die Verletzung jedes Lehrers einzeln verantwortlich ist. Ich denke eher, es war eine Serie von Pech und Unglück für jeden, der den Posten übernommen hat. Also verstehe mich nicht falsch, das könnte bedeuten, dass einige von ihnen gestorben sind, aber der Fluch selbst hätte sie lediglich in eine schwierige Zeit reingestoßen. Lasst uns also einen Blick auf die einzelnen Lehrer werfen. Also, Quirrell starb. Lockhart verlor sein Gedächtnis und Lupin wurde als Werwolf enttarnt und musste freiwillig zurücktreten. Barty Crouch Jr. hingegen, der war eigentlich ganz okay als Lehrer. Trotzdem erlitt Barty Crouch Jr. den Kuss des Dementors und Dolores Umbridge wurde von Zentauren verschleppt und verprügelt, obwohl sie zur Schulleiterin befördert wurde. Wie ihr sehen könnt, passieren schlimme Dinge mit denen, die Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts unterrichten. Dumbledore wollte nicht riskieren, dass Snape etwas zustößt, besonders nachdem er so lange an der Schule war. Es war seine eigene Art, ihn zu schützen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass dies eher der Schutzgrund war, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Gründe, die ich genannt habe, in die Entscheidung des Schulleiters Dumbledore eingeflossen sind. Selbst als er nachgab und Snape für die Rolle des Lehrers eindenkte, wurde Snapes Tötung von Dumbledore von mehreren Personen bezeugt. Die gesamte Zauberergemeinschaft verachtete ihn und hielt ihn für einen Verräter, bis Harry Potter ein Jahr später seinen Namen reinwusch. Das war das Ergebnis seiner Vereinbarung mit Dumbledore, die so viel Hass auslöste. Dennoch übernahm Snape die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wie wir alle wissen, bringt diese Rolle Unglück für diejenigen, die sie übernehmen, aufgrund von Voldemorts Fluch. Nachdem das gesagt wurde, ist das meine Meinung und wahrscheinlich auch der Grund, warum Dumbledore sich weigerte, Snape die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu geben. Noch ein kleines Fazit. Zusammenfassend scheint Dumbledore Snape die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste verweigert zu haben, um ihn vor potenziellen Gefahren und Flüchen zu schützen, die mit dieser Position verbunden sind. Aufgrund der vermeintlichen Verwicklung Snapes mit dunkler Magie und seiner komplexen Vergangenheit könnte Dumbledore befürchtet haben, dass Snape einmal in dieser Rolle einem höheren Risiko ausgesetzt wäre, sei es durch Feindseligkeiten der Gemeinschaft oder durch den Fluch, der die Position des Verteidigungslehrers in Hogwarts begleitete. Trotz Snapes fachlicher Qualifikation scheint Dumbledore seine Sorge um Snapes Sicherheit und Stabilität in Bezug auf seine dunkle Vergangenheit als Hauptgrund für die Verweigerung dieser Position angeführt zu haben. Wenn ihr andere Gründe habt, die euch einfallen und die ich nicht berücksichtigt habe, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und gebt dem Video ein Like. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.